Hallo, ich bin Juri. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid hier. Zur Lesung von Peter Bieris, wie wäre es, gebildet zu sein? Genau, vielleicht kurz zum Autor. Peter Bieri ist, glaube ich, letztes Jahr verstorben. War Professor für Philosophie, unter anderem an der FU in Berlin. Ich möchte das jemand noch ergänzen? Weiß jemand mehr über Peter Bieri? Ist jemand, oder wer ist denn alles vertraut mit Peter Bieri? Drei Jahre habe ich auch als Literat unterwegs gewesen, Nachtzug nach Lissabon, dann geschrieben unter einem Pseudonym. Ich weiß gar nicht, das Pseudonym. Pascal Mess. Da, danke schön. Sehr gut. Ah ja, das habe ich dann auch gelesen. Ja. Viele eher so kleine Schriften, die dann auch eine gewisse Verbreitung gefunden haben. Ich habe sogar einmal eins mit einem Lesetagebuch mit meinen Schülern gelesen. Okay. Was gut im Lied, oder? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ja. Mir wurde es freigestellt, welche Textpassage ich lesen möchte. Ich habe mich aber im Endeffekt dazu entschieden, das gesamte Werk zu lesen, weil es auch nur 30 Seiten sind und ich glaube, in seiner Gesamtheit wirkt es am besten. Ich denke mal, es wird ungefähr so eine halbe Stunde dauern. Und danach können wir gerne in der Runde Gedanken dazu austauschen. Okay. Wie wäre es, gebildet zu sein? Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen. Man bildet sich. Ausbilden können uns andere. Bilden kann sich jeder nur selbst. Das ist keine Wortklauberei, kein spitzfindiges Geplänkel eines Fabulisten. Sich zu bilden ist tatsächlich etwas ganz anderes, als ausgebildet zu werden. Eine Ausbildung durchlaufen wir mit dem Ziel, etwas zu können. Wenn wir uns dagegen bilden, arbeiten wir daran, etwas zu werden. Wir streben danach, auf eine bestimmte Art und Weise in der Welt zu sein. Diese Art und Weise, der Welt und uns selbst zu begegnen, ist mein Thema. Bildung als Weltorientierung. Bildung beginnt mit Neugierde. Man töte in jemandem die Neugierde ab und man stiehlt ihm die Chance, sich zu bilden. Neugierde ist der unersättliche Wunsch, zu erfahren, was es in der Welt alles gibt. Sie kann in ganz verschiedene Richtungen gehen. Hinauf zu den Gestirnen und hinunter zu den Atomen und Quanten. Hinaus zu der Vielfalt der natürlichen Arten und hinein in die fantastische Komplexität eines menschlichen Organismus. Zurück in die Geschichte von Weltall, Erde und menschlicher Gesellschaft und nach vorn zu der Frage, wie es mit unserem Planeten, unseren Lebensformen und Selbstbildern weitergehen könnte. Stets geht es um zweierlei. Zu wissen, was der Fall ist und zu verstehen, warum es der Fall ist. Das aufgeklärte Bewusstsein des Gebildeten ist nicht nur kritisches Bewusstsein und skeptische Wachsamkeit. Es ist auch geprägt von historischer Neugierde. Wie ist es dazu gekommen, dass wir so denken, fühlen, reden und leben? Und auf dem Grund dieser Neugierde liegt der Gedanke, es hätte alles auch anders kommen können. Es liegt in unserer Kultur keine metaphysische Zwangsläufigkeit und keine Überlegenheit, die dazu veranlassen könnte, auf andere hinabzusehen. Das aufgeklärte Bewusstsein ist also auch ein Bewusstsein der historischen Zufälligkeit. Es drückt sich aus in der Fähigkeit, die eigene Kultur aus einer gewissen Distanz heraus zu betrachten und ihr gegenüber eine ironische und spielerische Einstellung einzunehmen. Das heißt nicht, die eigene Lebensform nicht ernst zu nehmen, sich nicht zu ihr zu bekennen und sie zu verteidigen. Es heißt nur, von dem naiven und arroganten Gedanken abzurücken, die eigene Lebensform sei die Überlegene, einem angeblichen Wesen des Menschen angemessener als jeder andere. Das Bewusstsein historischer Zufälligkeit schließt noch viele andere Dinge ein. Einmal ein Wissen um unterschiedliche Staatsformen und Rechtssysteme, aber auch Dinge wie Vorstellungen von Intimität, was Anlass zu Scham ist, das Verhältnis zum Körper, Formen der Höflichkeit und Würde, wie man feiert und sich anzieht, das Verhältnis zu Drogen, Formen der Ausgelassenheit und Zärtlichkeit, wann man weint und lacht, Ausprägungen von Humor, Ausdruck von Trauer, Beerdigungsrituale, was beleidigend ist, wie man isst, was man verachtet,
wie sich Mann und Frau annähern, Formen des Flirts. Auch hier heißt gebildet sein, Wissen um die Vielfalt, Respekt vor dem Fremden, Zurücknahme von anfänglicher Überheblichkeit. Wenn ich in diesem Sinne gebildet bin, habe ich eine bestimmte Art von Neugierde, wissen zu wollen, wie es gewesen wäre, in einer anderen Sprache, Gegend und Zeit, auch in einem anderen Klima aufzuwachsen. Wie es wäre, in einem anderen Beruf, einer anderen sozialen Schicht zu Hause zu sein. Ich habe das Bedürfnis zu reisen, wach zu reisen. Meine inneren Grenzen zu erweitern, zunächst Abstoßendes zu verstehen und annehmbar zu finden. Bildung macht süchtig nach Dokumentarfilmen. Bisher habe ich Bildung als Weltorientierung, Aufklärung und historisches Bewusstsein definiert. Jetzt füge ich eine Definition hinzu, die mir am liebsten ist. Der Gebildete ist einer, der ein möglichst breites und tiefes Verständnis der vielen Möglichkeiten hat, ein menschliches Leben zu leben. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Vielleicht schon mal ein paar Ideen zum ersten Teil. Ein paar Gedanken. Ein sehr komplexer Text. Ja. Es ist ganz schön schwierig, überhaupt einzuhaken. Das sind schon massenweise Gedanken, die da gekommen sind. Ja. Sind es wirklich die ganzen Aspekte von, davon, was man unter Bildung versteht? Oh. Das ist eine große Frage. Naja. Weil der Begriff so schwierig ist. Das ist im Prinzip das, was Peter Bierli sagt, was Bildung ist. Ne? So, ja. Also das muss ich sagen, dieser Definition des Gebildetseins ist mir zu großbürgerlich. Nebenbei gibt es ein Video von Bierli über die Würde des Menschen. Und da antwortet er so ähnlich, die Würde ist etwas, was man trägt, was man als Würde herumträgt, habe ich nie verstanden. Dass die Würde des Menschen etwas ist, was man anderen gibt als Geschenk, das hat er nicht verstanden. Irgendwie, wie soll ich sagen, ja, so bildungsbürgerlich, habe ich gar nicht unbedingt so empfunden. Ich habe erstmal gehört, was einen sehr starken aufklärerischen Ton, einen Ton von mehr Perspektivität, von historischer Kontingenz, von Perspektivenübernahme, auch eine Abgrenzung vor zu schnellen, zu sehr an der Oberfläche oder in der Einzelwissenschaft verbleibenden Ding. Dagegen ist jetzt aus meiner Sicht zunächst mal wenig zu sagen, außer dass ich die Kritik an den scheinbar so rückständigen Religionen, als ob es noch nie ein Heilsindikativ gegeben hätte, sondern alle immer nur totalitär heilsexklusivistisch herumlaufen würden, die finde ich recht überholt, bis geradezu banal, ehrlich gesagt. Ich finde es sehr schön, was er über moralische Bildung schreibt und trägt ja auch so ein bisschen dem Entwicklungspsychologischen mit den Stufen der Moralentwicklung, dass es so wiederum geht, die Perspektive des anderen kennenzulernen. Ein ganz kleines Kind, das noch nicht kann. Und ja, manchmal hat man den Eindruck, ein paar Leute auf der Welt können es gerade auch nicht. Aber dass es irgendwann ja, darum geht, die Perspektive so zu erweitern, das finde ich sehr schön, wie er es schreibt.